So, heute geht es um eine etwas spezielle Frage, die aber durchaus von allgemeiner Bedeutung ist, nämlich ob Argumente in einer Erörterung auch in der Einleitung sein dürfen. Einfach die Frage, geht das? Und wir sagen schon mal, es kommt darauf an, nämlich wofür man es nutzt. Und das wollen wir jetzt gerne dann im Einzelnen mal kurz erklären. Die Situation ist die folgende. Da ist ein Schüler, ne, und der weiß nicht so richtig, ne, kann ich auch in eine Einleitung ein Argument schreiben? Der Lehrer hat gesagt, Argumente gehören nur in den Hauptteil. Und nun ist da ein Autor möglicherweise, ne, der durchaus eine schöne Einleitung, ne, also eine schöne Einleitung dadurch schafft, dass er da auch ein Argument schon mal hineinpackt. Aber der entscheidende Punkt ist eben, dass dieses Argument in der Einleitung nur einen Verweisungscharakter hat. Also der Lehrer hat da natürlich nicht völlig Unrecht, aber man kann das durchaus machen, wie wir gleich zeigen werden. Und hier rechts findet man eigentlich das immer ein bisschen näher ausgeführt, aber wir kürzen das hier auch ein bisschen ab. Man kann dann auf der Homepage auch alles dann noch genauer nachlesen. So, jetzt ein Beispiel für ein Argument, das gut in eine Einleitung passt. Wir gehen mal davon aus, dass die Erörterungsaufgabe heißt, welche Rolle können und sollen Handys im Unterricht spielen? Und nun gibt es so einen jungen Nachwuchsschreiber, der durchaus gut schreiben kann und will, der könnte etwa folgendermaßen zum Thema hinleiten. Wenn man Lehrer spontan fragt, was sie vom Einsatz von Handys im Unterricht halten, werden sie wohl erschrocken die Arme heben und darauf hinweisen, dass diese Geräte die Unaufmerksamkeit der Schüler nur noch steigern würden. Hier haben wir natürlich das Argument, ne? Lehrer sind dagegen, darum sind sie erschrocken, wenn jemand sagte, dass die im Unterricht eingesetzt werden sollten, denn sie sagen sofort, das fördert die Unaufmerksamkeit der Schüler. Dieses Argument ist aber hier im Dienste der Hinführung zum Thema. Es wird gar nicht genauer darauf eingegangen, aber es wird eine Situation geschaffen, in der dieses Argument zufällig erwähnt wird und dann sieht man, ah, genau darum geht es. Und dann geht es auch entsprechend weiter. Im Folgenden soll nun geklärt werden, inwieweit diese Anfangsreaktion einer genaueren Überprüfung standhält und ob nicht noch andere Aspekte bei der Beantwortung der Themafrage eine Rolle spielen sollten. Das ist also nur eine Anfangsreaktion. Auch mit einem Lehrer, der so reagiert, würde man dann ja etwas genauer ins Gespräch kommen. Also nur eine Anfangsreaktion. Es ist eine genauere Klärung nötig und die ist natürlich dann im Hauptteil zu finden. Und es gibt natürlich auch noch andere Aspekte und Argumente, die man hier heranziehen. Hier ist also ganz klar, dass in der Einleitung bereits ein Argument gegen die Nutzung eingebracht worden ist, aber es wird nicht näher ausgeführt, sondern nur verwendet, um Interesse für die Frage zu erregen. Und ganz bewusst wird eben darauf hingewiesen, dass die bei Lehrern überaus verständliche spontane Abwehrreaktion möglicherweise nicht so stark bleibt, wenn man genauer darüber nachdenkt. Und dieses genauer gehört eben in den Hauptteil. Jetzt zeigen wir, wie das gleiche Argument jetzt im Hauptteil verwendet werden kann. Nicht mehr zur Hinführung, sondern hier wird es jetzt entfaltet, also ausgebreitet. Im Hauptteil wird dann zunächst darauf hingewiesen, dass natürlich Handys eine zusätzliche Möglichkeit sind, sich vom Unterricht innerlich zu entfernen und sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Typisch, es wird ein Zugeständnis erstmal an die Gegenseite gemacht. Anschließend, hoffen wir mal, dass das jetzt hier funktioniert. Anschließend, na, das war nicht das Richtige. Jetzt, da sollten wir mal darauf gehen. Anschließend kann man dann gewisse Relativierungen bringen. So, die Sätze zu Ende führen. Relativierung heißt immer Einschränkung, wo es gilt und wo es nicht gilt. Und man beginnt mit dem hochbegabten Schüler. Die können nämlich dem Unterricht folgen und nebenbei auf dem Handy ganz andere Dinge klären. Und ein kluger Lehrer würde sie das machen lassen, sonst werden die nämlich nervös und sind gar nicht ausgelastet, kommen in Schwierigkeiten. Und so machen die schon etwas, während sie gleichzeitig zuhören und das fließt in den Unterricht wieder ein. Man könnte auch eine interessante Übung machen, indem man Lehrer Schülern anbietet, das mal auszuprobieren, dass sie sich während des Unterrichts mit ihren Handys beschäftigen. Am Ende wird ein kleiner Test geschrieben und in dem soll herausgefunden werden, wer kann das denn zum Beispiel ziemlich gut. Und das würde wahrscheinlich sehr hilfreich sein, weil die Schüler dann begreifen, warum die Beschäftigung mit dem Handy so einfach im Unterricht nicht geht. Da muss es bestimmte Spielregeln geben. Der eine kann es nämlich gut, der andere weniger.
In einem weiteren Teil kann man sich dann in der Erörterung natürlich auch mit den konstruktiven Möglichkeiten beschäftigen, die ein gezielter Einsatz von Handys im Unterricht haben kann. Ja, vor allen Dingen bei Recherchemöglichkeiten. Das geht dann schon weit über die Einleitung hinaus. Die Einleitung sollte ja nur zur Problematik hinführen. Es kann aber auch sein, dass ein Schüler ganz selbstständig und auch mal ohne Erlaubnis des Lehrers sein Handy nutzt, um etwas nachzuschauen, was er anschließend in den Unterricht einbringen kann. Es gibt ja eine schöne Kurzgeschichte, die man hier findet. Wir werden den Link auch entsprechend in die Infos packen. Und in dieser Kurzgeschichte zeigt sich dann so ein Dialog, bei dem der Lehrer eigentlich zu spät merkt, dass der Schüler zwar in gewisser Weise gegen das Verbot verstoßen hat, aber nicht um sich abzulenken, sondern eben um eigentlich das zu machen, was hier auch ein hochbegabter Schüler zum Beispiel machen würde. Und jeder kann ja durchaus hin und wieder mal ein bisschen hochbegabt sein. Dürfen Argumente auch im Schlussteil einer Erörterung auftauchen? Eben ging es um die Einleitung. Jetzt behandeln wir den Schlussteil gleich mit und wir sagen, da gilt das Gleiche. Auch hier sollte es eigentlich selbstverständlich sein, dass man im Schluss nicht einfach alle Pro- und Kontra-Argumente zusammenzählt und sagt, steht 3:2 oder 5:4 oder so etwas und dann ein Urteil fällt, sondern es wird viele Fälle geben, in denen ein guter Schluss gerade darin besteht, dass man ein Argument nochmal besonders hervorhebt. Das könnte in diesem Fall zum Beispiel das Plädoyer sein für Erziehung zur Selbstständigkeit. Neben den vielen Argumenten tauchte eben auch die Erziehung zur Selbstständigkeit auf und die wird hinterher nochmal im Schluss besonders hervorgehoben, weil sie dem Schreiber der Erörterung besonders wichtig erscheint. Und das kann man dann noch natürlich ergänzen durch Fragen, die damit verbunden werden und Vorschläge, die man macht, die im Einzelnen nur noch angerissen werden. Und dann sieht der Lehrer eben, dass hier ein Schüler sich eine ganze Menge Gedanken noch gemacht hat, die ja nicht alle natürlich hier während einer Klassenarbeit zum Beispiel dann umfangreich behandeln kann. Halten wir fest, auch im Schlussteil kommt es nicht darauf an, ob dort ein Argument steht, sondern ob es dem Schluss dient. Das ist ganz wichtig. Die Funktion ist etwas ganz Entscheidendes und darum hier am Ende langer Rede, kurzer Sinn. Der Deutschunterricht ist wichtig. Die Schule hier. So. Aber der Deutschunterricht hat sich nach dem Leben zu richten. Hier das Leben, was außerhalb der Schule stattfindet und nach der Schule besonders. So. Und die Schule hilft dem Leben, weil es nämlich die Schüler mit vielen Dingen vertraut macht. Aber die Schule muss immer wieder auf das Leben auch hören, auf die Realität draußen. Und wenn dort eben auch in einer Erörterung dann mal bereits in der Einleitung ein schönes Argument auftaucht, das insgesamt sehr schön ist, muss man das eben akzeptieren, auch wenn es im Lehrbuch dann möglicherweise anders steht. Denn am Ende entscheidet immer der Schreiber darüber, wie er schreibt. Und wenn er damit erfolgreich ist und die Leute das gut finden, dann ist das eben auch in Ordnung. Allerdings, es gibt durchaus eine innere Ordnung, darum hier auch die drei Farben hier, sowohl blau, also was möglich ist, und die innere Ordnung hier, das Grüne, das zeigt, das kann man machen, der verschiedenen Textsorten. Und dazu gehört eben, dass Argumente nicht als Argumente in die Einleitung gehören, dann dort ausgebreitet werden, hinterher ist dann die Einleitung länger als der Hauptteil. Sie können aber zur Hinführung zum Problem verwendet werden. Und das Gleiche gilt eben dann auch, hier haben wir noch nachträglich eingefügt, auch für den Schluss. Nicht als Argument sollen die da rein, denn das gehört in den Hauptteil. Aber sie können Teil des Schlusses sein, im Sinne der Entscheidung, ich entscheide mich dafür oder dagegen, wegen dieses besonders wichtigen Arguments, und das begründet man doch mal ganz kurz und führt dann eine Erklärung herbei. Und als Motto könnte man sagen, die Regel, was ja im Deutschbuch steht und so weiter, hat der Funktion zu folgen, nicht umgekehrt. Und wenn man einen guten Grund hat, etwas zu machen, dann muss das eigentlich auch erlaubt sein. Gut, wie immer legen wir die Dokumentation hierzu auf dieser Seite ab. Das ist immer sehr kompliziert, darum packen wir den Link hier oben in die Infos zum Video und dort eventuell auch noch Ergänzungen, Aktualisierungen oder auch ein kleiner Fehler, der vielleicht drin war, wenn wir uns versprochen haben oder so, dann korrigieren wir das. Also auf jeden Fall da mal reinschauen. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Kanal schnell durchblicken, abonniert und euch dann mit uns auf das nächste Video schon wieder freut. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Erfolg.